Hey Leute und willkommen zurück zu Ich bin ein Idiot, wenn ich mich nicht konzentriere und wenn doch, dann auch. Ich war in den letzten Folgen so unglaublich happy, dass unser Verkehr jetzt endlich funktioniert. Er hat nur deshalb funktioniert, weil wir de facto alle Verbindungen zwischen diesen Gebieten gelöscht haben. War jetzt nicht so intelligent von mir. Aber so ist das halt, wenn man aufnimmt und sich dann nicht 100% aufs Spiel konzentriert, weil man ja auch überlegt, was man sagen soll, und plötzlich macht man dann so einen völligen Schwachsinn. Fakt ist, so wie die Stadt aktuell ist, wird das nie was. Das Problem ist, dieser Kreisverkehr, die Idee mit den Kreisverkehren ist eigentlich nicht so schlecht. Sie wird dann schlecht, wenn du plötzlich 40.000 wir haben erst 25.000, aber sie wird dann schlecht, wenn du 25.000 Leute hast, die du durch diesen Kreisverkehr führen möchtest. Lange Rede, kurzer Sinn, das hätte funktioniert, hätte ich es richtig gemacht, aber 25.000 Leute, die dahin wollen und weil ja nur ungefähr, 1.000 davon vielleicht unsere öffentlichen Nahverkehrsmittel nutzen, weil das hier schlichtweg der schnellere Weg ist. Das wollte ich offscreen nach einer Lösung überlegen und so ein bisschen habe ich auch schon überlegt, aber dann fand ich es auf mir einfach ein funktionierendes zu denken und das zu übertragen. Wow, das sind doch mal coole Flugsequenzen. Was mache ich hier? Es gibt ein ernsthaftes Problem zu. Genau. Und damit machen wir auch weiter, aber ein bisschen anders. Denn wir werden dieses Problem nun ein für alle Mal hoffentlich lösen. So, erstes Problem. Selbst wenn wir es schaffen sollten, diese 25 von hier, wo sie wohnen, nach hier zu. Ich habe jetzt übrigens, damit es einfacher ist, erstmal alle Verbindungen gekappt. Selbst wenn wir das schaffen sollten, haben wir hier 25.000 Leute, die über diese Straße da rein möchten. Ich meine, das hier, das leert sich sehr schnell, aber es ist doch ein bisschen viel. Das Hauptproblem, das wir haben, ist die Anzahl an Zugängen. Die ist einfach zu gering. Wir haben einen Zugang zum Gewerbegebiet und der ist ausgerechnet hier. Und was ich insofern machen werde, ist, dass ich diesen äußeren Ring nehme und ihn umwandeln werde in eine Straße, die in beide Richtungen funktioniert und die im besten Fall auch noch die Möglichkeit bietet, mittendrin sich umzudrehen. Das können wir machen, weil diese Straße dadurch ja entlastet wird. Nutzen die Leute sowieso nur zwei unserer Spuren. Die dritte Spur würden sie nur dann nutzen, wenn sie nach rechts abbiegen wollen, aber es gibt kein rechts und es wird an dieser Stelle hier auch nie ein rechts geben. Insofern macht diese Autobahn hier, sie ist nicht wirklich nötig, wir brauchen die drei Spuren nicht. Wir brauchen eigentlich nur zwei. Ich habe eine lustige Mod installiert auf Hinweis von Zustellines mit dem Namen Traffic Plus zufügt, unter anderem wohlgemerkt. Eine dieser zusätzlichen Straßen sind diese sechs Bahnstraßen mit Buswegen links und rechts. Da wir sowieso nur zwei Straßen in jede Richtung auch direkt diese sechs nutzen. So, erster Schritt. Ich werde die Auto Zwei-Weg-Straße meine ich, mit vier Bahnen in dem Fall. Vier Bahnen deshalb, weil wir sechs nicht brauchen. Das bringt uns nichts. Die sechste und die fünfte werden halt nicht genutzt. Ich bewege das mal kurz hier weg, weil es mich stört. Möchte gerne weiter upgraden. Habe ich das eigentlich alles mit Bäumen? Ja, ich habe die Bäume vergessen. Es ist so unglaublich schlimm. Stellt euch vor, ihr baut eine
Aber dann vergesst ihr Bäume auch einzu... Eigentlich, wenn man das ja im Nachhinein macht. Aber naja, Fakt ist, wir werden jetzt... Nein! Das wollte ich nicht. Ich kümmere mich später drum. Ist ja die Hauptstraße. Fakt ist, wir werden jetzt auf jeden Fall hier den Fahrern es ermöglichen, in beide Richtungen zu fahren. Das ist wichtig. Das... Ist das eigentlich wichtig? Ja, das ist wichtig. So. Wir haben jetzt eine Straße drumherum, wo die Fahrer theoretisch an so gut wie jeder Gelegenheit wenden können. Wir erhöhen die Anzahl an Zugängen. Einer, der von, wie haben wir es nochmal genannt, von Osten nach Westen geht. Das ist schon mal ganz gut. Ich glaube, den lasse ich tatsächlich auch eine Einbahnstraße bleiben. Ja, und hier habe ich jetzt versehentlich was geändert. Das wollte ich nicht. Eigentlich macht diese Einbahnstraße hier gar nicht so viel Sinn. Brauchen wir sie denn? Wenn die anderen Straßen... Warte, lasst mich das mal überprüfen. Mal kurz logisch denken. Hat das irgendeinen Nachteil, wenn wir hieraus jetzt eine Zweiwegstraße machen? Also die Busstops haben auf jeden Fall einen Nachteil. Die lassen wir also bleiben. Denn hier gibt es drei mögliche Wege. Die wahrscheinlich alle ungefähr gleich häufig benutzt werden. Nö. Die kurze Antwort ist nö. Es hat offensichtlich überhaupt keinen Nachteil, wenn wir aus dieser früheren Einbahnstraße eine Zweiwegstraße machen. Einwegstraße aus einer Zweiwegstraße machen. Denn, es gibt schlichtweg keinen Nachteil. Ein Nachteil entsteht höchstens, wenn du hier nach oben fährst und dann nach links willst. Und ein anderer kommt von dort und will nach rechts. Das könnte dann ein bisschen nerven, ich werde es beobachten. Aber es sollte eigentlich nicht so schlimm sein. So. Dasselbe werden wir jetzt einmal horizontal machen. Ja, wir haben es vertikal, wir machen es jetzt einmal horizontal. Ein Weg, der halt innerhalb des Systems, innerhalb des Gewerbegebiets erstmal in alle Richtungen Verkehr erlaubt. So, hier haben wir dann diese Kreuzung. Die haben wir und naja, die haben wir halt. Die ist da. Das ist der Nachteil dieser Methode. Müssen wir einfach mal gucken, wie schlimm diese Kreuzung ins Gewicht fällt. Ob die überhaupt ein Problem wird. Die anderen Straßen bleiben alle Einwegstraßen. Theoretisch könnte ich aus all diesen Straßen übrigens auch einfach zweispurige Einwegstraßen machen. Weil, wie gesagt, es werden effektiv nur zwei Spuren genutzt. Wohin willst du denn sonst? Wobei, hier könnte man drei Spuren nutzen. Naja, so. Wir haben jetzt dieses System genommen und wir haben vier Zugänge. Wir haben von hier einen Zugang, von dort und von dort. Als nächstes müssten wir jetzt theoretisch verhindern, dass die Leute einfach den Zugang nehmen, der am nächsten ist. Ach ja, stimmt, das war das Problem. Wir schauen einfach mal, ob das überhaupt ein Problem wird. So, erster Schritt, ich verbinde mein Wohngebiet mit meinem Gewerbegebiet. Ja, viel Spaß dabei. Will ich das auf eine Kreuzung führen? Nein, eigentlich möchte ich damit eine neue Kreuzung erzeugen. Wir probieren mal eine sechsspurige. Sechs Spuren macht das Sinn. Also erstmal stelle ich fest, diese Kurve hier mache ich mal raus. Gerade nur. Also wirklich. Genau wie ich die kleinen Straßen rausmache. Auch die stören. Die hat jetzt, diese eine, hat jetzt einfach gestört. Okay. Jetzt habe ich da einen Zebrastreifen. Das ist an sich gar nicht mal so schlecht. Aber auch nicht gut, also machen wir ihn weg. So. An dieser Kurve, an genau dieser Ecke, was passiert, wenn ich jetzt... Es ist ein komplexes Problem, ja?
Und komplexe Probleme brauchen komplexe Lösungen. Nein, im besten Fall nicht, aber... Also, wenn ich das hier jetzt mache, passiert Folgendes. Wir haben überall Ampeln und diese Ampeln sind auch sinnvoll. Schlimm sind diese Ampeln allerdings, glaube ich, noch nicht. Noch nicht wirklich. Oh oh, mir kommt Schlimmes in den Kopf. So, ich möchte keine ich möchte keine Viererkreuzung. Ich möchte nicht diese Worst-Case-Kreuzung, wo vier Wege, wo vier Straßen mit zwei Richtungen aufeinandertreffen, wodurch dann einfach mal 16 mögliche Pfade entstehen, die alle durch Ampeln reguliert werden müssen. Das möchte ich nicht. Ja, aber wie verhindere ich das denn? Ich habe keine Ahnung. Wir machen einfach mal... Ich mache das hier weg. Möchte das nicht haben, wie gesagt. Und ich mache einfach mal das hier. So, jetzt wird's interessant. Wir lassen die Stadt einfach... Ist noch nicht fertig. Wir lassen die Stadt mal kurz weiterlaufen und gucken, was passiert. Ich meine, nur in seinem Kopf entstehen solche Straßen natürlich nicht. Man muss es auch ein bisschen testen. Im echten Leben kann man das nicht. Im Spiel geht das ja glücklicherweise. Wir verlieren 400 Einwohner. Das ist natürlich nicht so gut. Ich tue jetzt mal Folgendes. Macht übrigens keinen Sinn, wie viele Spuren diese Straße hat, aber das ist egal. Ich möchte ja nur gerade den Einwohnerschwund stoppen. Okay, also, schauen wir uns das mal an, was passiert jetzt. Genau, ihr benutzt das als Rückweg. Was an sich noch kein so krasses Problem ist. Das Problem ist, dass viel zu viele Leute jetzt über meine Autobahn hier... Wege ins Gewerbegebiet zu kommen. Kurz gesagt, alle. Jeder benutzt diesen Weg, es ist der einzige. Das heißt, bevor wir wirklich uns ein Urteil bilden können, brauchen wir noch einen Weg. Und diesen Weg werde ich jetzt einfach mal hier durchführen, so dass der hier ebenfalls auf der Kante... Warte mal. Wir machen das hier. Das ist doch richtig, oder? Ja, das ist genau richtig. Ich habe mir übrigens auch abgeknickten Straßen zu Herzen genommen und werde ein paar davon berichtigen, sage ich mal. Sobald wir die... Unser Bürogebiet hat aktuell überhaupt keine Verbindung mit irgendwas. Wie gesagt, fixen wir noch. Das hier würde ich gern trotzdem mal so ein bisschen verbinden, sage ich. Weil es uns sonst wegstirbt und das wäre schade, denn Mattertown ist ja sehr schön. So, okay, was passiert hier? Warum benutzen so viele Leute diesen Weg? Warum stoppt ihr hier? Weil sehr viele Leute hier raus möchten. Warum möchten so viele Leute hier raus? Ganz genau kann ich es euch noch nicht sagen, ist ein Geheimnis. Ist eigentlich kein Geheimnis, ich weiß es nur nicht. So, diese Straße hier zwischen ist aktuell noch fast nicht belastet. Obwohl dieses Ding hier hochführt, das können wir ändern. Wir wollen es nicht überlasten, aber wir müssen zumindest belasten. Sonst springen uns halt die anderen Straßen aus allen Nähten. Das ist nun wahrlich nichts Neues. Hey, ich könnte ja diesen Schwachsinn machen. Ich kann Schwachsinn machen, gern. So, wir entfernen eine weitere dieser Straßen. Das war jetzt nicht so gut. Da stand nämlich eine Grundschule, oder? Nein, Arztpraxis. Verschieben wir die einfach mal. Wenn wir jetzt einzelne dieser internen Straßen entfernen, macht das übrigens nichts aus. Also das wird den Verkehr innerhalb des Wohngebiets nicht beeinträchtigen. So. Wir haben jetzt drei Verbindungen in beide Richtungen. Welche davon funktioniert, welche nicht? Warum funktioniert sie nicht? Das Problem hier liegt ja auf der Hand. Die ganzen Leute, die hier wohnen,
Aber das sind nicht viele, die spielen eigentlich keine Rolle. Das ist ja ein nicht dicht besiedeltes Gewerbegebiet, Wohngebiet, das ist ja ein normales Wohngebiet. Das spielt also keine so große Rolle, wie ich mir jetzt gern glauben machen würde. Das heißt, das Problem an der Stelle liegt woanders. Das hier wäre übrigens auch sehr doof, das ist eine kompliziertere Sache. Wir müssen einen besseren Weg finden, die Leute aus der Stadt rauszukriegen. Wer will denn überhaupt raus? Ist das was, was häufig passiert? Wollen viele Leute raus? Nö, eigentlich nicht. Das meiste... Ach ja, übrigens. Schwachsinn, den ich hier gemacht habe, sollte ich jetzt schnell noch fixen. Wir brauchen natürlich eine Verbindung für unseren Bahnhof, denn sonst ist das Ganze, was wir da haben, nicht repräsentativ. Sonst können wir unsere Straßen nicht planen, weil wir von viel zu viel Verkehr ausgehen und dann vielleicht denken, etwas funktioniert nicht, obwohl es funktioniert. So, also dieser Weg raus aus der Stadt wird durchaus benutzt. Ja, weil ihr das hier nämlich als Kreisverkehr für eure U-Turns benutzt. Das ist nicht toll. Ach nee, ihr fahrt ins Industriegebiet, glaube ich. Okay, wie dem auch sei. Was passiert hier? Warum entsteht dieser Stau? Kannst mir ja eigentlich schon denken. Ja klar, das sind... Ah, ich verstehe. Das sind ja primär Leute. Ich meine, einige davon fahren nach Hause. Die würden aber diesen Stau nicht erzeugen. Die Leute, die den Stau erzeugen, sind die Leute, die einfach direkt ins Gewerbegebiet möchten. Und da mache ich jetzt einfach mal testweise... Das ist natürlich jetzt... Das behebt das Problem nicht, überhaupt nicht. Das hier ist übrigens eine Einbahnstraße. Es macht keinen Sinn, in die andere Richtung zu fahren. Sechsspurig ist natürlich auch Schwachsinn. Wir machen eine zweispurige. So. Das hier ist natürlich ebenfalls Spaß. Das könnte interessant werden. Wird es aber nicht, weil ihr viel zu doof seid, um diesen genialen Weg zu erkennen. Okay, dann machen wir auch hieraus eine Einbahnstraße. Es macht nämlich, wie gesagt, einfach keinen Sinn, so viele Spuren zu haben. Es gibt nicht so viele Wege. Die fettesten Straßen in diesem Spiel haben drei Spuren in eine Richtung und das ist ein guter Richtwert. Denn mehr als drei Wege in eine Richtung gibt es ja nicht. Wie soll es die geben? So, was passiert jetzt? Das sieht flüssiger aus als vorher, muss ich feststellen. Bin da positiv überrascht. Ich glaube, eins der Hauptprobleme bei diesen Verbindungsstücken ist übrigens, dass... Das ist eine interessante Frage. Würde dieses Problem hier weggehen, wenn wir die Autobahn in die andere Richtung hätten? Denn dann könnten die Leute, die hier rausfahren, einfach nach da abbiegen. Warte, in welche Richtung ginge die dann? Die käme von oben. Die Leute, die reinkämen, würden einfach da hineinbiegen. Und dieses Problem, das wir gerade sehen, dass die Rausfahrenden die Reinfahrenden blockieren, das hätten wir dann nicht. Das Dumme ist natürlich, dass ich in meiner Genialität nicht daran gedacht habe. Weil dieses ganze Problem würde dann einfach wegfallen. Krass. Manchmal bin ich aber auch doof. Hätte es denn eigentlich einen Nachteil, die ganze Autobahn einfach umzudrehen? Sag mal, täusche ich mich oder hätte das fast nur Vorteile? Ich meine, es klingt auf den ersten Blick verrückt, aber wie gesagt, wir haben nichts zu verlieren. Unsere Stadt funkt nicht. Ist ja nun mal so. Und deshalb kann ich das ja einfach mal probieren. Also ich nehme jetzt praktisch die gesamte Autobahn und ich drehe sie um.